Joseph. Joseph. Joseph, mein Kind. Wach auf. Herr? Sag mir, wo ich bin. Bin ich in Eden? Wasche dich. Reinige dich. Was? Alles, was du berührst, wird vergiftet. Sogar deinen Liebsten hast du geschadet. Du hast versprochen, uns zu retten! Du wusstest, was bevorsteht und hast die einzig wichtige Person gerettet. Dich selbst. Nein! Ich kann es wieder gut machen! Du hast mich belogen. Ich habe dir den Weg zum Überleben gezeigt. Du lebst. Das ist alles, was zählt. Ich tat alles, was du wolltest. Und vergiftete die Welt. Alle, die mir lieb und teuer waren, sind deinetwegen tot. Du bist so schwach. Voller Zweifel. Sieh in den Spiegel. Reflektiere. Nun erkenne meine Großzügigkeit und sei geheilt. Sieh, was aus deiner Macht geworden ist. Wie wenige Waffen dir geblieben sind. Du kannst mehr finden. Erkunde deinen Verstand. Sammle die Teile meines Kreuzes und vergiss nicht, was ich für dich getan habe. Dann werde ich dich von hier fortlassen. Ich finde meinen eigenen Weg. Finde meine eigene Vergebung. Ohne dich. Lass das! Natürlich greifen sie mich an. Sieh nur, wie ich sie behandelt habe. Durch mich sind sie verroht, militarisiert. Sie tun nur, was ich sie gelehrt habe. Mein Buch. Eine Bilanz meiner Lügen und Sünden. Ein Zeugnis deiner Errungenschaften. Schweig! Ich werde mich meiner Vergangenheit, meinen Fehlern ganz offen stellen. Ist das meine Leiche unter dem Baum? Noch eine Vision, mein Kind. Kirche? Bist du das, Joseph? Ich bin hier drin. John, das ist meine Schuld. Was kann ich tun? Sie kommen. Aber du rettest mich, oder? Deshalb hast du Jacob und mich gefunden, um uns zu retten. Ja, das werde ich. Statt nur
unsere Familie zu schützen, hast du uns gezwungen, anderen zu helfen. Wir haben es versucht und sieh, wie sie es uns dankbar. Du hast es geschafft. Weißt du, du hast immer mehr gesehen als ich. Mehr gewusst. Wir wollten den Kollaps zusammen erwarten. Du hättest uns gerettet. Danke, John. Danke. Nur, dass er aufhört. Sie sollten machen, dass er aufhört. Mein Leben lang wollte ich ihn beschützen. Meinen kleinen Bruder. Ich habe ihn enttäuscht. So oft. Jacob, bist du hier? Hätte nie gedacht, dass ich dich mal um Hilfe bitte. Scheiße, was soll's? Natürlich, ich komme. Bist du bereit, Joseph? Hier sind viele wütende Leute, die uns heimzahlen wollen, was wir ihnen angetan haben. Ich beschütze dich, Bruder, wie ich es versprochen habe. Rücke vor! Gut gemacht, Joseph. Weiter so. Du hast mich gerettet, Bruder. Wie du gesagt hast. Ich weiß, dass das nicht echt ist. Ich weiß es. Und doch. Ich lass dich. Ist kein Witz. Ich weiß, wo seine Waffe ist und kann sie benutzen. So wie er auf John einschlägt. Heißt es, entweder er stirbt oder wir? Nein, wenn Dad stirbt, sind wir keine Familie mehr. Dann teilen sie uns auf. Im Moment sind wir immerhin zusammen. Wir sind unsere eigene Familie, wir drei. Du, ich und John. Nein, ich habe keine Angst mehr vor ihm. Zeit, sich zu wehren. Jacob, nein, warte! Wir waren nur Kinder. Aber Jacob hat alles getan, um uns zu beschützen. Bist du das? Ich bat dich um ein neues Leben. Und du hast es mir versprochen. Ich hab Angst, Vater. Sie kommen. Du wirst nicht verletzt, denn du bist mein. Das verspreche ich. Immer sagtest, wie ich es immer geglaubt habe.
Liebe, unschuldige Faith. Das berührt mich. Ich wollte dir alles geben. Und du nahmst es. Und du nahmst mehr. Und immer mehr. Bis nichts mehr von mir übrig blieb. Gar nichts. Gar nichts. Nein, nein. Ich gab dir so viel. Eine Chance. Ein Ziel. Eine Familie, Faith. Meine Familie, vergebt ihr mir? Schenkt ihr mir Frieden? Verstehst du es jetzt? Sie starben, damit du leben konntest. Bist du ungehorsam? War alles umsonst? Bist du ungehorsam, stirbst du. Die einzige Möglichkeit, wieder bei ihnen zu sein, ist im Tod. Das ist keine Option. Nicht für uns. Wo bin ich hier? Das ist das, was sein wird. Noch eine Vision? Vom Leben nach dem Kollaps? Ganz recht. Vater! Vater! Wer ist der Mann? Das ist dein Sohn. Mein Sohn? Ich habe keine Kinder. Das war nicht dein Plan. Ich hörte dich reden, deine Worte. Was passiert mit mir? Warum hast du mich nicht geschützt? Warum hast du das zugelassen? Was das auch ist, was es auch bedeutet, ich rette dich davor. Warum die Fesseln? Wer bist du? Erkennst du deinen eigenen Sohn nicht? Siehst du nicht, was du mir angetan hast? Folge meinen Fesseln, zerstöre sie an der Quelle! Deine Fehler zu zerstören. Zerstör die Ketten!
Ich beschütze meine Herde. Ganz gleich, wer du bist. Ganz gleich, wie du zu mir kamst. Ich beschütze dich. Ich befreie dich. Ich hätte alles verdient, was du hattest. Aber du! Dürfte ich mit Strafe? Ich kenne dich nicht. Ich will dir nur helfen. Willst du also mit mir machen? Bring meine Leiche her. Zeig sie mir. Es ist vorbei. Komm her, mein Kind. Ich beschütze dich. Was? Ich bin vielleicht nicht der Messias, aber ich werde dieses Kind retten. Ich wusste, dass Gott mich prüfen wollte. Er bereitete einen Weg für mich und ich musste mich nur entscheiden. Also legte ich meinen Finger auf den Atemschlauch, der an ihr engelhaftes Gesicht geklebt war. Und drückte zu. Der Herr gibt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Zerrissen von Sünde, von Schmerz, genau wie mein Verstand. Ich muss auch sie reinigen, von der Verderbtheit befreien. Zu deiner Faith. Natürlich erinnere ich mich. Du glaubtest an mich und ich glaubte an dich. Verloren, verängstigt, ein Opfer. Und genau nach so jemandem hattest du gesucht, nicht wahr? Du sagtest mir, ich sei wunderschön. Ich sei etwas Besonderes. Das warst du auch. Ich brauchte dich, also habe ich dich vor dir selbst gerettet.
Ich war schwach, leicht zu manipulieren. Doch du konntest mir beibringen, stark zu sein. So wie du zu sein. Voller Liebe und Leben war. Am Anfang, bevor ich versuchte zu fliehen, wollte ich dir alles geben. Ich wollte alles für dich sein. Aber du hattest schon eine Faith. Dein Herz war schon voll. Faith, das reicht. Soll, wusste ich, dass ich es tun müsste, wenn ich bei dir sein wollte. Ich atmete tief ein, schloss die Augen und mit aller Kraft stürzte ich sie hinunter und wurde deine neue Faith. Um Gottes Plan zu verwirklichen, brauchte ich eine Vertrauensperson. Jemand Gehorsames. Das war's, was ich wollte. Wozu jetzt noch lügen, Vater? Jetzt ist es zu spät. Was ist das? Ich schenke dir eine neue Vision, mein Kind. Was geschehen wäre, wenn du meinem Pfad nicht gefolgt wärst? Was wäre geschehen? In diesem Bunker war ich eingesperrt. Es ist noch nicht offen. Jacobs Prüfung. Jacobs Spieluhr ist hier. Suche sie, und ich zeige dir noch eine Vision. Ich wusste, dass wir nicht überleben würden.
Nicht mit deinem Plan. Das Leben weniger wiegt schwerer als das Leben vieler. Ich tat, was ich für richtig hielt, Jacob. Das Leben weniger wiegt schwerer als das Leben vieler. Ich tat, was ich für richtig hielt, Jacob. Jacob. Ich führte deine Befehle aus. Hast du nicht. Noch nicht. Steh auf. Wir müssen zusammen nach Eden gelangen, Bruder. Zusammen. Ach, Jacob. Damit spuckst du allem, was ich für dich getan habe, ins Gesicht. Ich hab dich gerettet, Jacob. Nein, Joseph. Ich hab dich gerettet. Denn das war's, was du eigentlich wolltest. Das war die wahre Mission. Du hattest Angst. Ein Soldat ist nur so gut wie seine Befehlskette. Und es wird Zeit, dass du dich zurückziehst. Nein! Jacob war schwierig. Aber er würde nie so etwas tun. Glaub, was du willst. Mit ihm hier wäret ihr beide gestorben. Ist das Johns Bunker? Ganz recht, Joseph. Hi. Beende, was er begann. Finde seine Buchstaben und sag ja, Joseph. Wir waren dir nicht wichtig. Du brauchtest nur Hilfe. Du wolltest nur Kontrolle. Weil du dich nicht selbst kontrollieren konntest. Wenn wir es alle hier runtergeschafft hätten. Was dann? Wie hätte das funktionieren sollen? Wir hätten einen Weg gefunden. Du warst nicht perfekt, John. Ich höre sie dort drin, weißt du? Sie flüstert. Sie sündigt. Wir müssen es hier rausschneiden. Es wie eine Schale ablösen. Die Dinge haben sich verändert, John. Wir müssen überleben. Ausharren. Gott hat mir den Weg gewiesen. Es geht um dich. Es geht schon immer um dich. Warum bist du der Einzige, der Gottes Plan kennt und weiß, was er will? Es ist genauso, wie es oben war. Du willst mich kontrollieren.
Gib dich nicht dem Neid hin, John. Ich weiß, was Gott mit mir vorhat. Ich weiß, all diese Triebe stammen von ihm. Wie du damals schon sagtest, als du meine Hilfe wolltest. Ich muss jetzt was zerschneiden. Jetzt. Du willst mich nicht verletzen, John. Und ich weiß, dass du Angst vor Jacob hast. Also hör mir zu, Bruder. Wenn du Faith anrührst, wird das Konsequenzen haben. Verstehst du das? Diese Triebe sind von Gott. Dann prüft Gott uns beide. Ich konnte John immer kontrollieren. Durch Gebete und Seelsorge hätte er es geschafft. Er hätte es ertragen. Habe ich dir je Lügen gezeigt? So wäre es, wenn er überlebt hätte. Alles geschah, wie es sollte. Faith, bist du hier? Versteck dich nicht. Ich bin immer hier, Vater. Ich suche dich heim. Suche Faiths Kleid. Lass mich dir mehr zeigen. Du wolltest uns nach New Eden bringen. Zusammen. Ich hab dir vertraut, dir mein Leben anvertraut, und du hast es weggeworfen. Ich dachte, du wolltest uns nach New Eden bringen. Zusammen. Riecht nach ihr. Kaum noch was. Es ist fast leer. Er hat versprochen, die Dämonen zu vertreiben. Dass sie weggehen. Dass sie weggehen. Vater! Das Bliss! Hast du mehr gefunden? Faith. Du musst jetzt nüchtern sein. Du musst wachsam sein. Der Teufel schleicht umher wie ein hungriger Löwe, der jemanden verschlingen will. Aber das hast du vorher nicht gesagt. Das Bliss. Es war das Bliss, das meine Dämonen vertrieben hat. Nicht du. Du hast mich benutzt. Du hast mich kontrolliert. Und jetzt, ohne Bliss, kommt alles wieder zurück. Ich erinnere mich an alles. Was hast du mir angetan? Was hast du... Faith. Mein Name ist Rachel. Ich weiß, was du ihnen angetan hast. Was du mit den anderen Faiths vor mir gemacht hast.
Wenn du es wüsstest, würdest du es nicht wagen, mich zu schlagen. Faith hat mich geachtet, gefürchtet. Das wäre nie passiert. Genug. Warum verhüllst du mich mit Visionen, die unmöglich sind, die nicht zu ändern sind? Mein letztes Familienmitglied. Der, den ich aufnehmen musste. Der Deputy. Du wolltest dir die Sünde für mich herausschneiden, oder? Wir sind gleich, du und ich. Wir haben beide alles verloren. Und wenn wir herauskommen, was erwartet uns dann? Du hast keinen Plan mehr. Keine Hoffnung. Keinen Grund, weiterzumachen. Aber ich gebe dir ein neues Ziel. Du kamst her, um mich zu verurteilen und meine Familie. Und es war dein Recht. Ich lag falsch. Das ist jetzt deine Bestimmung, mein Kind. Du bist mein Richter. Und wirst es immer sein. Du wirst ihn retten. Wie einst auch die anderen. Aber er war mein größter Widersacher. Du hast alles richtig gemacht. Er wird es einsehen. Und du auch. Deine Zweifel werden vergehen. Habe ich mit Faith erobert. Ich dachte, wir töten ein paar. Und hatten viele. Sie hätten dasselbe mit dir getan. Hättest du ihren Sünden hier fallen aufgelassen. Aber ich habe niemanden gerettet. Außer dir. Geworden ist, wegen uns! Doch wir können ihn retten. Säubern! Hier, töte ich! Halt! Hol deine Judges zurück! Seh dich an mit deinen Selbstzweifeln. Du bist so schwach. Und du weißt, was wir mit Schwächlingen machen. Ließ dich sterben, führte dich in die Irre. Von der Sünde getrieben.
scheint, ging es nach dir. Familie oder nicht, keiner von euch wird aufhalten, was ich begonnen habe. Eine Granate? Weißt du, es erfordert Mut, sich Sünden einzugestehen. Aber was machst du? Das sind nur noch mehr Lügen. Sag ja! Ja! Du sagtest, du rettest uns, Vater. Meine Sünde hält dich hier, nicht deine. Geh, Bruder. Ich wollte das nicht. Ich konnte nicht aufhören, nicht widerstehen. Sie gab mir alles. Drogen, Alkohol, ihren Körper. Aber sie machte mich so... wütend. Diese Triebe. Seit du ein Kind warst, waren sie da, oder nicht? Ja. Ja. Gott hat sie in dich eingepflanzt. Sie sind ein Geschenk. Wir müssen sie nur kontrollieren, um seinen Ruhm zu mehren. Sie werden mich einsperren. Sie finden heraus, was ich mit ihr gemacht habe. Ich weiß, wo wir hin können, John. An einen Ort der Vergebung, fernab der Gesetze der Menschen, hilfst du mir mit deiner Gabe. Ja. Mehr Erinnerungen. Ich habe dich gerettet, John. Immer wieder. Du hast mich trotzdem bekämpft. Meine Faith. Nicht meine Faith. Willst du alles rückgängig machen? Das kannst du. Es ist zu spät. Jetzt kannst du nur noch leiden. Das bist nicht du, Faith. Hör sofort auf. Nicht dazu, Faith! Bereit für mehr? Meine Angels haben dich vermisst, Vater. Sie wollen dir heimzahlen, was du ihnen angetan hast. Nichts falsch gemacht.
Hör mir doch zu! Lass mich gehen! Meiner Familie stellen, gegen sie kämpfen. Jetzt erkenne ich es. Das ist meine Strafe. So mache ich meine Sünden wieder gut. Stelle diesen Ort wieder her. Sie hatten Besseres verdient. Jeromes Kirche angetan habe, seiner Gemeinde. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Solches getan hast, seist du verflucht vor allen Vieh und vor allen Tieren auf dem Feld. Auf dem Bauch, Staub fressen, dein Leben lang. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er zertritt dir den Kopf und du stichst ihn in die Ferse. Siehst du, Herr, ich brauche dich nicht. Dieser Ort ist wieder rein. Unberührt von meinen Sünden, wie ich es mir vorgestellt hatte. Es ist vollbracht. Dieser Mann hat sich ganz dem Herrn verschrieben. Er hat sein Leben von Grund auf verändert und ist uns allen ein Vorbild. Bitte, schenkt unserem Bruder Gehör. Joseph. Wenn ich in diesen Raum blicke, regt sich Gott in mir. Ich fühle, was ihr fühlt. Ich verstehe, ihr fühlt euch verlassen. Ihr spürt, dass sich die Welt dem Ende zuneigt. Ja. Amen. Und ich bin hier, um euch zu sagen, dass ihr recht habt. Was? Alles, was ihr denkt und alles, was ihr fühlt, hat Gott in euer Herz gelegt. Und wir steuern langsam auf den Abgrund zu. Wir stehen am Rande des Zusammenbruchs. Aber wir sind die Auserwählten. Und nein. Ich bin der von Gott gewählte Anführer. Und hütet euch vor den falschen Propheten im Schafspelz.
die eigentlich... Fern von unfähigen Politikern! Fern von denen, die leugnen, was ihr fühlt! Leugnen, was wir wissen! Reißende Wölfe sind... Schweig! Was machst du denn? Diese Leute waren nicht auf der Suche nach Brüdern und Schwestern, sondern nach einem Vater. Und jetzt... Jetzt haben sie einen. Jerome war ein guter Mann. Und ich habe ihn betrogen und seine Herde ins Verderben geführt. Selbsterhaltung ist keine Sünde, Joseph. Du hast gehandelt und überlebt. Und du wirst gedeihen. Wie kann ich alleine gedeihen? Erinnerst du dich schon? Verstehst du jetzt, was ich für dich getan habe? Kehre zu unserer Kirche zurück. Lass die Zweifel hinter dir und komm zu mir. Ich wusste, es ist eine Prüfung. Und ich wusste, ich würde sie bestehen. Ich habe meine Fehler eingesehen und in Ordnung gebracht. Jetzt komme ich nach Eden. Genauso gut wie ich, dass es nie um das Paradies ging oder um Eden. Und der einzige Ausweg von hier besteht darin, das zu akzeptieren. Mich zu akzeptieren. Nein, ich finde einen anderen Weg. Ich werde nicht mehr, wie ich einst war. Gehe, nehme ich mein Schicksal hin, dann gebe ich dir nach. Richtig. Und genau das wirst du tun. Vergib mir meine Zweifel, lieber Gott. Ja, alles ist vergeben, mein Kind. Der Zweifel hat dich stärker gemacht, folgsamer. Das ist gut.